So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205 auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Janik, ich begrüße euch ganz herzlich. Eigentlich wollte ich ja das Let's Play irgendwann mal zu Ende bringen, aber ihr seht ja, ich war gerade ein bisschen geflasht. Ich dachte, 2,26 GB Update, was ist denn jetzt los? Dann habe ich gesehen, wir haben anscheinend das Tundra DLC. Jetzt habe ich leider nicht von Anfang an aufgenommen, das Ding hat so einen coolen Einfädeleffekt gemacht, aber irgendwie anscheinend auch das Intro übersprungen. Naja, können wir jetzt nichts machen. Ich klicke hier einfach mal auf Schließen, ihr habt das ja jetzt gesehen. Und wir haben hier jetzt, ja genau, wir haben die zwei DLCs installiert und Wildwater Bay irgendwie. Naja, und okay, wir starten jetzt einfach mit unserem Börsenunternehmen. Und hier sehen wir schon das erste Tundra-Ding. Ich würde auch sagen, hey, ich bin so sackneugierig. Schauen wir, ob wir uns das leisten können. Stören Sie sich nicht am Durcheinander. Das ist organisiertes Chaos. Kann es sein, dass hier ein Kopf sein sollte? Ah! Okay, okay. Leute, den muss ich haben. So, wir schauen uns gleich mal die Tundra an, weil ich bin so sackneugierig. Aber warum nur eine Welt? Kommen da noch mehrere oder ist es mit dieser einen wirklich schon getan? Das würde mich ein bisschen enttäuschen. Wir schauen uns auf jeden Fall mal an, was es zu bieten hat. So. Es dauert nur kurz, bis es geladen hat. Ja. Aber die Welt gab es jetzt auch kostenlos. Gut, das finde ich auch nett. Schauen wir mal rein, was uns erwartet. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Das könnte der Grund sein, warum die Eden-Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatguttresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Interessant. Wir schauen uns einfach mal gleich die ganzen Neuerungen an. Ich bin leider nicht so informiert wie beim Start von dem Spiel Anno 2205. Das schaut hier nach Öl aus. Oder auch nicht ganz. Ich starte jetzt total blind. Ich habe sogar verpasst, dass es überhaupt erschienen ist. Das ist natürlich optimal. Aber ich höre gleich, was mir natürlich sofort auffällt, wir haben neue Musik. Sowas, auf sowas achte ich. Also Musik, da bin ich sofort dabei. Neue Baupläne verfügbar. So. Wir bauen das jetzt einfach mal ganz provisorisch, denn provisorisch hält bekanntlich am längsten. So. Neue Baupläne verfügbar. Wir brauchen auf jeden Fall Strom, ja? Also wir fangen mit dieser Insel einfach an, wie wir mit allen Achtung, Inseln anfangen. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, das war jetzt sehr unklug, dass wir hier... Perfekt. Und keine Sorge. Der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache ihn. Ach, danke, dass ihr mir das jetzt schon sagt. Zur Sorge. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit Ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Was ist das für ein Teil? Das muss ich mir jetzt anschauen. Sie müssen sich entscheiden. Verlängern oder aufgeben. Okay, wir verlängern kurz hier mal eine Route. Routenübersicht. Irgendwo, wo jetzt die Route dann abläuft. Was ist das denn? Das Ding hier. Ach so. Ihre Waren werden auf dem Weltmarkt definitiv ihre Käufer finden. So. Die Waren gehen raus. Okay, wir bauen jetzt erstmal weiter. Ich bin ein bisschen... Sortier, verarbeite Informationen. Was macht der? Der nimmt Wasser und, Schleim, also Moos, und baut daraus Vitamindrinks. Die Menschheit kann überall überleben. Was?
Ah, Konservennahrung, Smart-Drohnen und Gemeinschaft. Es schaut aus, als wären die jetzt keine vollständig. Ich bin echt gespannt, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Also so absolut keinen Plan. Einem von, Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Von dem Ganzen, also von der Tundra, ich habe mich da null informiert. Ich habe nur gewusst, zum Kauf des Spiels dieses DLC gibt es da umsonst dazu. Ich frage mich bloß, warum es keinen Dschungel gibt. Da wäre auch viel mit Musik machbar. Mir würde da so viel einfallen. Also gerade ein Dschungel-DLC, Leute, das wäre echt genial. Das würde mich richtig geil freuen. Richtig geil freuen. Das ist auch eine Ausdrucksweise, die ist sehr komisch. Aber es wäre halt wirklich, also das wäre der Hammer. Ein Dschungel-DLC. Und dann bin ich wirklich, also dann bin ich happy. Da ist ein Dschungel-DLC auf jeden Fall Bombe. Aber... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Zum Beispiel Menschen. Oh, 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 oh. Strom fehlt uns. Importieren wir überhaupt schon Strom? Ich glaube, das können wir nicht mal. Nein. Das können wir wirklich nicht. Ja, wir sind hier noch sehr niedrig mit der Ausbaustufe. Gebe ich auch zu. Und jetzt brauchen wir Menschen. Und zwar viele Menschen. Sehr viele Menschen. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Nee, aber ganz ehrlich, ich bin gerade wirklich ein bisschen überrascht, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Wie gesagt, wenn man halt nicht informiert ist, ne? Dann kommt das alles etwas überraschend. So. Und zack, runter. Haben wir Minusfisch oder Plusfisch? Okay, wir haben Plusfisch. Das heißt, wir schauen jetzt, wo wir noch Konservenfabriken haben, die noch nicht bis zum Exzess ausgebaut sind. Okay, da haben wir keine. So, machen wir das schön der Linie nach. So, haben wir noch genügend Fisch? Minus 2, okay, dann bauen wir noch einmal Fisch. Denn wir möchten die Leute auf jeden Fall nicht unzufrieden stellen. So. Und dann bauen wir unsere Siedlung hier noch fertig. Und dann verschiffen wir den ganzen Fisch, den wir jetzt im Überschuss haben. Das ist Arktis, Fisch. Boah, Leute, ich freue mich so gerade. Den von dort nach dort. Nach dort. Ach, nee, oder? Wir müssen uns einen Raumhafen ausbauen. Steht sogar dran. Also hätte ich jetzt gelesen, dann hätte ich jetzt auch gewusst, dass ich vorher den Raumhafen ausbaue. Aber wie das so ist, als Gamer-Handbücher völlig überbewertet. Braucht man nicht. Und man muss auch nicht lesen, was zu einem ständig gesagt wird. Puh! Also, wo kommen wir denn dahin? Den bauen wir echt. Upgrade wird ausgeführt. Mit Biopolymeren aus. Also. Hui, ich kann in die Wand schauen. Woohoo! Nee, komm, das schaffen wir nochmal. Yay! Wir machen Bergsurfen. Oh, Leute, also. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, was die Tundra betrifft. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis. Andererseits an Gütern. Haben die Welt richtig schön gestaltet. Da, schau mal, das sind Büffel. Ich muss mir diese Welt jetzt einfach mal anschauen. Das sind diese Blumen. Diese Tundra-typischen. Das ist nochmal so eine Büffelherde. Ja, bei mir, wie gesagt, die Grafik ist halt nicht auf den höchsten Einstellungen. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Da ist Sumpfgebiet, deswegen bewegt sich das komisch. Okay. Ausbau, fertigstellen. Gut. Wir verlassen uns auf Ihr gesamtes Firmennetzwerk. Wenn dieses Pathogen eine große Siedlung erreicht, haben wir ein Problem. Wir brauchen eine größere Forschungsabteilung. Aber wenn Sie diesen Sumpf bebauen, werden Sie erst in ein paar Jahrhunderten wieder ausgegraben.
Wir müssen ihn trockenlegen. Ja. Verbunden. So. Erstmal glücklicher stellen. Naja. Ich klick dir mal sofort weg. Sorry, Leute. Sorry. Wir müssen da wahrscheinlich dann eh nochmal abreißen oder verlegen. Neue Baupläne verfügbar. Erstmal schauen, was fehlt uns. 001. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall krass ausgebaut. Das wird auf jeden Fall erstmal reichen. Smart Drohnen. Bauoptionen erweitert. Wir können was Neues bauen. Und wir sollen auf die Trockenlegungsstelle klicken. Auf welche von den vielen? Auf die hier? Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ja, sorry. Sorry, dass ich nicht immer stimme. Bauen Sie Trockenlegungspumpe und legen Sie die Zünfe trocken. Ja, ich sag... Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das sagst du, das sag ich, nö. Moment. Wahrscheinlich kann ich hier... Nee, nur in der Theorie könnte ich hier bauen. Rohstoffe fehlen. Und wie kriege ich die her? Nehmen Sie eine Trockenlegungsmine. Der produziert Smart-Drohnen. Hier ist es... Das ist extra so gestaltet, dass man eine Trockenlegungsmine bauen muss. Trockenlegungspumpe. Ach komm, Leute. Wir sind aber auch intelligent. Warum schauen wir da die ganze Zeit? Wir brauchen einfach nur Superlegierungen. So einfach wäre es gewesen. Mal verschiffen wir es halt von dort nach dort. Verbunden. Gut. Ein Sprint vor der Pause, okay? Trockenlegen. Die Sümpfe sind von Wildtieren befreit, also nur zu. Ja, ja. Können wir das überall machen? Die Sümpfe sind von Wildtieren befreit, also nur zu. Ich hätte gar... Ah, okay. Da schau, da ist schon... Das sieht schon anders aus. So. Sammeln wir erstmal auf, was wir hier so finden. Ein Leck. Das schaut nicht sehr gesund aus, muss ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall an diese Bergminen. Wenn ich könnte, würde ich mich selbst drum kümmern. Ja. Das ist echt schön. Es ist zwar toll, dass da die ganzen Tiere und Arten leben, aber wir müssen sie trotzdem vernichten. Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Option. Ich weiß bloß nicht, ob die so gesund ist. Ökologen, 330 von 500. Wenn wir da jetzt weiter ausbauen. Ich habe da so eine Idee. Wir müssen aber wirklich da etwas nach hinten gehen. So. Also ich weiß schon, warum ich auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spiele. Man kann einfach diese Häuser verlegen. Es ist einfach ein geniales Feature. Und man braucht es auch. Gerade hier finde ich das echt top. Man kann sich zwar beliebig einstellen, aber naja, wer mich kennt, der weiß. Es ist zwar möglich, aber warum nicht gleich auf einfach spielen? Ich muss mir ja nichts beweisen. Nee, also. Passt schon. Vitamindrinks, das wird doch nicht nie und nimmer reichen, oder? Mond. Arktis. Minus 5. Ja, da müssen wir jetzt echt uns drum kümmern. Dann du bist auch hier. Bauen wir dann auf jeden Fall ein Riesenkonzern. Kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Danke. Dann bauen wir uns auf jeden Fall so ein Riesending an Konservennahrung, so wie wir es hier gerade schon beginnen. So. Das heißt hier auf jeden Fall mehr Fisch. Wir brauchen echt sämtliche Ressourcen. Ihr kennt diesen Baustil gar nicht mehr von mir. Ich weiß. So vorausbauend.
Das mache ich eigentlich sonst nicht mehr. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Aber, wir haben auch festgestellt, es bringt auch nichts, da ewig rumzutun. Kälte?